Finally, der letzte Orden steht vor unserer Tür. Oder steht vor uns in Form des letzten Arenaleiters. Und wir müssen schauen, dass wir so gut wie möglich in den Kampf reingehen. Weil es gibt kein Zurück. Brauchen wir einfach mal alle unsere Tränke auf, unsere normalen Tränke. Ich habe leider mittlerweile keine Ahnung mehr, was er für Pokémon einsetzt. Das nur, dass es ein harter, steiniger Weg wird, wie immer halt. Versuchen wir es einfach mal. Arena an sich war jetzt nichts Besonderes, aber da hat die Qualität auch schon stark nachgelassen, muss man zugeben. So. Dass ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es ausgerechnet so weit geschafft hat, muss es Schicksal sein. Aber wenn Delian so viel auf dich hält, wundert es mich nicht, dass du es so weit gebracht hast. Und du denkst, als du kannst Delian besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, klein kriegen. Ich werde dir Pfade zu zeigen, wo du dich darauf eingelassen hast. Kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also gut, los geht's. Ach du heilige Scheiße, nochmal ein Doppelkampf, ey. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben auf jeden Fall einen Vorteil, ich muss halt nur schauen, ich weiß halt nicht, was die für scheiß Attacken einsetzen. Weil mit Stahl können wir den Brokkolos wegmachen und mit Eisenbeldra. So, wer soll halt Blizzard einsetzen? Hey, komm. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Haha, das hat aber viel gebracht, du. Da habe ich jetzt aber richtig Angst gekriegt, du. Aber der Angriff sinkt, also das ist nicht so toll. Ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kommt der Blizzard. Und er ist sogar eingefroren, das ist toll. Aber er hat sich wieder befreit. Das hasse ich einfach. Bei Eis. So. Dann nochmal Blizzard einsetzen, wobei ich glaube, jetzt reicht ein Eisbär eigentlich auf die Beldra. Hätten wir die auf jeden Fall schon mal aus dem Weg geräumt, das ist schon mal ein Fortschritt. Aber auch hier frage ich mich wiederum, was hat Brokkolos bitte mit Rache zu tun? Ich meine, man könnte doch auch mal so eine schöne Allround-Arena machen, aber nee, hier wird es definiert als Drachenarena. Ja, und für Finn gibt es die Weiterentwicklung, aber nichts erst nach dem Kampf. Also egal wie das jetzt ausgehen sollte, er entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Das ist geil. Okay, jetzt kommt er hier mit seinem scheiß Mega-Entwicklungs-Pokémon. Und der Sandschlange. So. Finn sollte eigentlich geheilt werden. Und du mach mal Eisenschädel auf die Sanakonda. Weil das Bescheuerte ist einfach nur, weil jetzt versetzt er das Ding in die Mega-Entwicklung, diesen Tower-Dino da, was auch immer. Weil das hat's ja jetzt gebraucht, du. Das Ding sieht so aus wie dieser Eiffelturm aus Illumina City. Dina Faust. Aber glücklicherweise kein Step, daher hat es soweit mal überlebt. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass Anaconda nicht durchdreht. Ja, jetzt Kräfte super, toll. Positiv an der ganzen Sache ist, wir müssen noch eine Runde, wir müssen noch zwei Runden überleben. Aber es dürfte an sich nicht so schwer sein. Vor allem, was hat es verdammt nochmal mit einem Drachen zu tun? Echt so.
So, dann setzen wir mal Blizzard ein auf beide. Und du machst einen Trommelschlag auf Sanaconda. Trocken auf wahrscheinlich unser IST. Aber es hat überlebt, Gott sei Dank, ey. Bitte lass uns jetzt angreifen hier. So, Trommelschlag jetzt erstmal auf Sanaconda. Und es hat es auch fast erledigt. Also ich denke mal, Sanaconda ist jetzt am Ende. Ach ne, es darf ja auch noch angreifen. Ach, das ist doch scheiße. Aber ja, hat das falsche Pokémon getroffen, das ist gut. Haha, ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, wir müssen ohne Fehler auskommen, aber wir haben ja noch genügend Pokémon, um das zu bewältigen. Ich hoffe, dass der Status Quo bestehen bleibt, weil dann können wir richtig gut angreifen. Hoffe ich doch zumindest. So, dann machen wir mal Psychoklinge und Trommelschlag, auch wenn es nichts bringen wird. Da kann sich nicht bewegen. Ja, das war's dann soweit mit Dynamax. Alles vollkommen für den Arsch. Ich bleibe bei meiner Meinung. So, dann können wir ja mal versuchen, mit Stampfer das Ganze irgendwie hinzubringen, weil es ist immer noch eingeeist. Jetzt müssen wir es nutzen. So. Oder sollen wir einen auf Dynamax oder wobei das bringt nicht sonderlich viel. Dann mal Bodycheck und hier auf hier. Da müssen wir jetzt eigentlich nur ein einziges Mal durchkommen und dann haben wir es. Kann sich immer noch nicht bewegen, jetzt kommt nochmal Aufruhr. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, tatsächlich, und sogar in 8 Minuten, das finde ich echt cool. Also, das ist jetzt alleinig dem Faktor, dem Faktor zu verdanken, dass wir das Ding eingeeist haben. Selbst wenn ich verliere, gebe ich eine erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Oh mein Gott, Kulturreferenzen, bleibt mir weg damit! So, und jetzt die Entwicklung. Um ehrlich zu sein, wäre es vielleicht intelligenter gewesen, wir hätten das in der Naturzone trainiert, aber ja, jetzt ist es ja entwickelt. Und ich hoffe, dass wir da wenigstens jetzt eine gute... Ne, wir kriegen keine Attacke mehr. Dankeschön, oder? Oh doch. Bodies. Ha, wollt ihr mich verarschen, Leute? Hey, das braucht keine Sau. Also... Das Ding muss ich noch in seinem Nutzen beweisen. Das war ein harter Kampf. Aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich als, was steht da? Als hätten sich die Wolken aufgetan. Sorry, das ist halt immer so ein Symbol, das ein oder zwei Buchstaben abdeckt. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ja, von wegen. Glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich geprahlt habe, dass ich Dellions größter Rivale bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hier, nimm das als Zeichen, das ist der Drachenorden. Ja, nach 40 Parts hätten wir es auch. Der sieht jetzt relativ cool aus und damit hätten wir unsere Münze voll. Ja, und jetzt haben wir freie Auswahl. Jetzt können wir in die Naturzone gehen und jetzt andere Pokémon auch noch fangen. Also jetzt ist die Barriere aufgehoben, Gott sei Dank. So, ich besitze alle Orden der Gala-Dinger und ich muss jetzt noch dieses Turnier da gewinnen. Ja, genau so sieht's aus. Sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos. Wundervoll! Ja, der Champ Cup, ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Hey, Lukas!
Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich habe da noch was vergessen. Erstens will ich dir als Zeichen meines Respekts die T-99 geben, das ist die Breitseite. Ist das eine Drachenattacke? Ich meine schon. Ja, sieht nach Drache aus. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der Drachenmarine-Leiter überreichen. Das kriegen nur echte gewinne Typen. Die Drachenuniform. Ja, Trikot Nummer 98, die Arena Challenge ist abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst. Ja, meine Fresse, ey. No shit, Captain Obvious. Und du, Roy, musst mir nun deine Stärke beweisen. Ah, da ist er endlich, Dellions kleiner Bruder. Nehme deine Herausforderungen an. Und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf würde nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker, als du dir das je vorstellen könntest. Ja, das ist gut, dass du jetzt den Typen herausforderst, weil dann ist die Chance, dass wir uns wieder mal treffen für irgendein tolles Duell, relativ niedrig. Ich werde euch alle begeistern. Roy, Lukas und natürlich auch meinen Bruder. Einfach jeden von euch! Mach's gut, Lukas. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir, vorher fleißig in der Naturzone zu trainieren. Das ist gar nicht so schlecht, aber wir machen es nicht. Weil ich habe das schon in Schwertlicht gemacht. Und notfalls kann ich mir, wenn alle Stricke reißen sollten, könnte ich mir auch über Pokémon, über Pokémon Home die Pokémon transferieren. Hallo Lukas, dein Sieg über Roy war echt beeindruckend, gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena Challenge bestanden. Da kann ich dir nur gratulieren. Das müssen wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Es ist nämlich so. Was ist wie? Dieses Licht über Claw City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen wie damals, also als unzählige gigantische Pokémon in Galar wüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche zerlegt hätten. So ist es. Wir wissen, dass Dynamax-Phänomen nur durch die Energie in der Galar-Region eingeschlagenen Wunschsterne möglich oder was auch immer. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und der Schild aus der Legende. Sania, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meine... Was? Meine Kette oder was? So, mein Kittel, ja. Was ist das nicht so ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin doch gar nicht mit meinen Forschungsarbeiten fertig. Und genau deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Rein formell als Glücksbringer. Ihr macht so weiter und dann haben wir eine längere Besprechung, einen längeren Dialog als den Kampf. Jetzt bist du Professor Sania. Danke! Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die einst Galar vor einer finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Eine legendäre Ausrüstung. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hop gegen Dellion kämpft. Also überlasse den ganzen anderen Kram ruhig mir und geh nach Score City, okay? Los, ab zum Bahnhof. Der nächste Zug fährt bald ab. Ich soll jetzt zum Bahnhof mal geschwind schauen. Nee, so nicht. Weil wir können ja jetzt auch fast überall hinfliegen. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Jetzt gehen wir zum. Nimm den Zug zum Claws. Vom Claw City Bahnhof. Okay, da können wir auch von dort aus gehen. Ja, brauche ich nicht nach Raspberry, aber da sollte ich dennoch nochmal vorbeischauen. Und dahinten ist Score City und dazwischen ist Score City und dahinter ist Route 10. Ja, also wir kommen dann bei Route 10 an, weil es gibt ja keine Siegestraße, was ich extrem dämlich finde, dass man das jetzt auch abgeschafft hat. Oder das war schon in den vorherigen Spielen abgeschafft. Dann gab es zuletzt eine Siegestraße, gell? Das war ein Kalos, oder? Also Generation 6, die ja auch ziemlich untergegangen ist. Genauso wie Generation 7 und ich glaube Generation 8 wird so ähnlich ergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das lange halten werden. Hey, stopp, warte, Lukas, ich hab Roy besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen und zack. Bitte, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen, ey. Im Gegensatz zu seinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe. Aber du hast von mir den Drachenorden erkämpft, daran lässt sich nicht rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Gen Cup alles aus dem Weg räumt und sich einer von euch an einen Showdown mit Dellion liefert. Du bist doch sicherlich auch dabei, oder? Ich weiß es nicht.
So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit. Und gleich dahinter folgt Lukas, mein direkter Rivale. Ich werde es ordentlich krachen. Und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Lukas, unser Zug ist da. Ich komme mir mal wieder genauso vor wie in Hogwarts. Das wäre halt unfassbar geil, wenn man an diesem... Wenn man in diesem Zug auch interagieren könnte irgendwie. Skull City, bald sind wir da. Ich verstehe es einfach nicht. Wir sitzen nebeneinander und schauen trotzdem aufs Smartphone. Das ist so eine richtige Darstellung von, ja, von unserer Generation oder so. Das Skull City Stadion, das ist so geil. Mein Smartphone ist so geil. Ganz geil. Nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Der Witz ist, wir kommen nicht mal direkt bei Gala City an, wir sind jetzt hier auf Route 10. Und bevor ich rausgehe, weil ich gar, oder? Ich wette mit euch, oder? Natürlich kommt das so, oder da werden wir, Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es nur so von Eis-Pokémon. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir uns da ordentlich ranklotzen und dann ins Training hängen, du. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich würde mich im Vergnügen. Wir sehen uns dann. Dankeschön, Leute. Ich sammle jetzt noch hier schön das Item ein. Und dann würde ich mal sagen, Leute, wir geben uns langsam Richtung Finale. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Halle, die Unstaff. Und denkt daran, Freundschaft ist Magie.